Hallihallo und willkommen zurück zum Let's Play God Eater Burst mit mir, dem Leviathan 2. Heute, ja, Winkdu, ich vergesse das immer mit der Kamera. Heute, ja, so, genau, machen wir einfach wieder die nächste Feuer- und Eisquest. Ein Feuerball Kalman und ein Eisiger Goboro Goboro. Ja, ich denke, das ist der. Es sollte keine allzu großen Probleme darstellen. Beim vorigen Borg Kalman bin ich ein bisschen am überlegen. Aber ich meine, wir haben schon schlimmere Sachen bezwungen. Die Waffen stimmen. Ich meine, wir haben nicht mehr Rohschaden, als die Blood Surge uns geben kann. Dementsprechend, ja, wir sind so gut ausgerüstet, wie wir es für den Moment sein können. Ach, es ist genau das falsche Monster, das... Gut. Die anderen zwei sind hinten, das heißt, wir starten die Quest aufgeteilt. Wir gehen am besten zuerst auf den Goboro Goboro. Das ist ein Monster, das meiner Erfahrung nach nicht sehr lange lebt. Und wenn wir ihn töten können, bevor der Ball Kalman sich irgendwie anfängt einzumischen, dann haben... Ach, wie ist der so schnell, Rodum? So große Drehung haben wir gar nicht gemacht, oder? Ach shit, egal. Jetzt haben wir das Problem. Hoffen wir einfach, dass sie sich gegenseitig mehr Schaden machen als uns. Obwohl ich es irgendwie nicht sehe. Wir werden hier wahrscheinlich einfach nur die ganze Zeit verprügelt werden. Nein, er hat einfach meine Feuerstürme ignoriert. Wie kannst du nur? Und er kommt, ja. Es ist auf beide zu schauen. Was sie tun, ist gerade ein bisschen... Autsch. Keine Ahnung, was mich getroffen hat. Explosion von Paul Kammern. Ja, das ist quasi... Das ist die Situation, die du nicht haben möchtest. Wenn sich zwei solche Gegner miteinander... verbünden. Weil um den Borg Kalman können wir uns im Moment auch gerade nicht kümmern. Wir würden nur die ganze Zeit vom Goboro Goboro abgeballert werden. Dementsprechend ich muss schauen, dass ich einfach Abstand zum Borg Kalman kriege und dann den Goboro Goboro ordentlich einheize. Im wahrsten Sinn des Wortes. Sonst geht das überhaupt nicht gut. Ja, natürlich kommt er. Das ist jetzt ein Kampf, wo ich mehr auf die Karte rechts oben schaue, als eigentlich auf die Monster. Ich muss einfach schauen, dass ich nicht vom... Ja, vom Borg Kalman überrascht werde. Wenn ich mich hier um diesen Krokodilsfisch kümmere. Ja, ich hätte gehofft, er wäre schon schwarz. Also... schon geschwächt, aber anscheinend nicht. Naja, so überraschend ist es auch wieder nicht. Er hat ja Resistenz gegen meine Waffe. Ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich sogar der Ball Kalman schneller sterben würde. Aber ich hoffe irgendwie, dass meine Leute sich da gut genug um den Ball Kalman kümmern, damit ich mich schieße halt nicht. Ach Gott. Das ist furchtbar. Genau, dich wollte ich. Aber dich wollte ich nicht so vor mir. Ah! Shit, jetzt habe ich meinen Schuss verpasst. Zielsuchende Laser können ein Fluch sein. Wenn sie nicht auf das Monster losgehen, das man eigentlich treffen möchte. Und wie einfach alles nur explodiert, wenn ich nicht gerade in der Nähe stehe. So. Ja, während er wütend ist, kann ich praktisch richtig keinen Schaden an. Also keinen. Ich meine, es ist... Der Schaden ist zu ignorieren, aber... Oh. Schild runter. Das wäre jetzt, glaube ich, furchtbar, wenn ich das Schild einsetzen würde. Vielleicht. Was wetten wir, wenn ich in der Situation gestanden wäre, in der Soma gerade stand, wäre ich einen Kilometer weit weggeschleudert worden vom Monster?
So, er ist nicht mehr wütend, was heißt, aller Schaden dieser Welt wird ihm befallen. Hoffentlich. So. Ich frage mich wirklich, ob das dem Goboro Goboro auch Schaden macht, wenn der Volkalmann es so wild, ja genau, das macht. Ich kann keinen von beiden alleine lassen. Aber der Volkalmann muss wenigstens meistens in die Nähe, damit er Schaden verursachen kann. Der Goboro Goboro könnte überall stehen und uns einfach die ganze Zeit abballern, wenn wir uns um den Volkalmann kümmern würden. Shit, shit, shit. Ja. Er liegt. Der Skorpion kommt nicht. Perfekt. Jetzt haben wir ihn schon ein bisschen geschwächt. Oh, ist deine Kanone kaputt? Ja, gut. Wo ist Sack? Hier. Nimm du den. Ich gehe einen Krokodiler jagen. Autsch. Oder auch nicht. Hört's bitte auf von hinten. Pff, natürlich nicht. Oh Gott, das ist... Ah, so herrlich. Aber ich sollte am besten jetzt nicht sterben. Jetzt. Schluck das! Okay, das hat... Ich hätte das von ein bisschen weiter einsetzen sollen. Dann hätte es viel, zumindest cooler ausgesehen. Ich weiß nicht, ob es mir Schaden gemacht hätte. Ich weiß nicht, wie viel Schaden es gemacht hat. Das ist so das Hauptproblem. Naja, der Goboro Goboro sollte jetzt aber nicht mehr allzu viele Leben haben. Aber schauen wir uns genauer an. Ja, immer noch. Immer noch zu viel, meiner Meinung nach. Was? Gib mir. Ah, das ist wunderbar, wenn wir ein Goboro Goboro als Schutzschild benutzen können. Ist er wütend? Und ist hier... Ja. Ja. Was für eine wunderbare Kombination von... Lag. Und allem anderen. So, jetzt müsste ich aber noch... Ha. Naja. Immerhin. Boom. So viel zum Volkalmann. Wenn ich den jetzt absorbieren kann. Ja. Perfekt. Dann können wir Bursts für unsere Teamkameraden erholen. Nimm das und setze es gekonnt gegen den Goboro Goboro ein. Das ist die Idee dahinter, Alessa. Ich komme gar nicht mehr weg. Von einer Seite abgeballert, von der anderen überrannt. Jetzt. Und hinüber. Dabei wollte ich doch nur das Krokodil verfolgen. Leute, ich weiß, ein Skorpion, aber er ist nicht so in meiner Nähe. Zum Glück sind die Computer so eingestellt, dass sie immer aggressiver mich heilen gehen, je länger, dass ich am Boden liege. So, nehmen wir eine große Heilung. Ich hoffe, das hat zumindest die Leben ihm wieder abgezogen, die er sich gerade angefressen hat. Warum gehst du so... Warum gehen beide so spezifisch auf mich los? Shit. Es ist kein Angriff, in der Nähe ich sein möchte. Gib mir Leben. Du hast
gar keine Kanone mehr. Du darfst das, diesen Angriff nicht mehr machen. Du darfst mein Schild nicht zerstören. Ja. Und warum zerstörst du nicht das Schild des Baukalman, wenn du wenn ich ein Baukalman-Schild hätte, hätte es dann auch überlebt? Ich meine, das Schild des Baukalmans hat auch nichts davon getragen. Hörst du auf, hier auf mich raufzuspringen? Nicht die Idee dahinter. Nee, der lässt mich jetzt nicht in Ruhe. Jetzt stirb doch bitte. Endlich mal. Ich habe hier auch noch einen Skorpion, um den ich mich kümmern muss. Und? Nee, noch nicht. Pff, erst noch mal wütend gemacht. Na, dass mich da der Schweifangriff nicht erwischt hat, wundert mich hier. Yes. Darauf habe ich gewartet. Gib mir schon mal deine Körperteile, Basilisk Icehorn. So. Jetzt Ice World. Chill. High Laser. Und jetzt kriegst du die richtige Ladung ab. Jetzt können wir uns endlich um dich kümmern. Und weißt du was? Mein Schwert ist sogar recht effektiv gegen dich. Das ist also nicht den Vorteil wie der Goboro, dass du Resistenzen besitzt. Obwohl vielleicht gegen das Blitzelement in meiner Klinge. Aber who cares? Ich habe genug Eiselement, um das wieder wegzumachen. So. Aber so viel Schaden hat er noch nicht genommen. Das werden wir, glaube ich, ändern. Oh, und das Schild ist schon kaputt. Du Armer. Jetzt hast du praktisch schon verloren. Ja, jetzt ist es... Ich mache mir da gar keine Mühe mehr. Irgendwie. Der hat... hat schon so gut wie verloren. Kuckuck. Nee, 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 nee. Ich krieg dich wieder. Oder du mich. Wer weiß. Nach all diesen Parts würde ich behaupten, ich bin doch merklich besser im Ausweichen geworden. Merklich. Nicht gut, aber merklich besser. Vielleicht hat sich das Spiel deshalb entschieden, mir jetzt öfters zwei Gegner gleichzeitig auf den Hals zu setzen. Der Arme versucht sich zu verteidigen. Und dann fällt ihm wieder ein. Scheiße, mein Schild ist ja kaputt. So. Dann nehmen wir uns mal deine Kraft. Viel davon ist nicht mehr übrig. Vielleicht hätte ich zuerst den Baukalman töten sollen. Er scheint irgendwie schneller down zu gehen. Was einfach vielleicht daran liegen kann, dass ich aggressiv auf ihn losgehe. Oder dass er schon vorher Schaden genommen hat. Ein bisschen was. Yay, jetzt kann ich Spreadfire. Boom. Werden immer gleich angeordnet. Eine Quest mehr geschafft. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Hoffentlich ein bisschen weiter Story hören. Das wäre so der Idealfall. Oder vielleicht noch eine Ogre Tale Quest? Mal schauen.
DNA results indicate it's Lindo Amamiya. As of 1200 hours, the search is on again. Although alive, the infection may have spread. Be careful when coming into contact with him. My brother, the lost child. I'm counting on you all. Lindo, he's alive. Sakuya. Right. Let's go find him and bring him back ASAP. Yes, let's bring him back without fail. Without fail! All right, now that that's settled, let's go for it, leader! First unit will remain on combat duty. Second and third units will focus on the search. Huh? But why? Tsubaki says that the first unit is needed to repel Aragami, and must not leave the den. I can understand your point of view, but... Don't worry. Just leave the search for Lindau to us. We'll find him in no time. Tatsumi... We'll let you know as soon as we find him. Right, Gina? Yes, we will. You're not the only ones who want Lindo to come back, you know. Hey, we just got two rookies. We've got the manpower to do the job, right? Right! Can you show us the right timing to disengage? So you can switch perspectives? Oh, me too! Yes, sure. This might seem like an odd thing to say, but help us out, everyone. Roger. Good luck to you too, First Unit. If it comes to it, we'll back you up anytime. All right. Hey, Hibari. When I bring Lindo back safely, have dinner with me. Yes, yes, it's not out of the question, so please get the job done. Huh? Lindo was certainly well-loved by his peers. Even though he was a knucklehead who couldn't even count. Oh, come to think of it, he did it when you first bought that ogre tail, right? Yeah, perhaps it was Lindo's way of breaking the tension. He did a pretty good job, too. And look at you, a fine leader, guiding the new God Eaters, well-liked by all. Which is precisely why I need to tell you this. Dealing with a God Eater with the Aragami infection. An Aragami infection is a rapid mutation caused when a bias factor supply is cut off. If it spreads, you'll lose your humanity. A normal God Arc will have no effect on you. The way to deal with an infected God Eater, though not foolproof, as you must be a match. Is to use the Aragami infected person's own God Arc to kill him. Let's just say that you were tracking Lindo, and were fortunate enough to run into him. Tell me, what would you do if he'd become an Aragami?
Would you be able to kill that origami? In this world, we must make selfish and foolish choices. It's always been that way. The choice Lindo made that day. Would you say it led to a happy ending for everyone? And as for you, what kind of choice will you make? Perhaps I've disturbed you with such talk. I'm heading back to the clinic now. Und speichern. Endlich, jetzt beginnt es. Das waren die Cutscenes, die den guten Teil der Story eingeleitet haben. Der God Eater Burst Story. So, haben wir schon die nächste Quest? I have a retaliation quest for a Type 1 Deus Fuck. Amaterasu. Oh, okay. This origami is extremely dangerous. Prepare yourself adequately before you head out. One who devours world. Wir dürfen eine Amaterasu jagen gehen. Oh Gott, warum ich? Ja. Machen wir dann beim nächsten Part. Hätte nicht gedacht, dass sie so früh auftaucht. Naja. Gut. Ja. Wir werden... Ja, ich... Ach, ich möchte nicht zu viel zu Ren sagen. Er wird seinen Teil zur Story noch wesentlich mehr beitragen, als er es schon tut. Ich würde behaupten, Ren ist eine der wichtigsten Personen in der God Eater Burst Storyline. Und er hat seine Karten noch nicht gespielt. Gut, aber ich würde auch sagen, dass es war's das für heute. Das war kein schöner Satz. Naja, das war's für heute. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein, wenn wir eine Amaterasu jagen gehen. Und ja, in diesem Sinne, hoffentlich bis dann.